Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory Plus. Ja, ihr Lieben, wir sind weiterhin am Start. Natürlich müssen die ganzen Sachen jetzt erstmal hier alle volllaufen. Und das wird natürlich noch ein bisschen Zeit lang dauern. Also den Strom kann ich noch nicht komplett wiederherstellen. Das wird noch nicht funktionieren. Aber wir werden jetzt den erstmal verbinden, damit wir das Stromnetz auch komplett kriegen, müssen wir, Moment, auch den hier. Nochmal komplett kriegen. Warte mal. Das müssen wir nochmal ändern hier. Machen wir das mal so. Das mal so. Das. Mal so. Da müssen wir dann einmal den hier hin machen. Jetzt müssen wir einmal den hier dahin machen. Dann können wir den abreißen. Dann müssen wir einmal den hier. Ne, Moment, Moment, Moment. Okay, den brauchte ich gar nicht. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wo der hier hin musste. Okay, die haben noch Strom. Wofür brauchte ich den dann? Okay. Eigentlich für gar nichts, ne? Der Strom geht ja eigentlich da hinten runter. Okay. Gut, pass auf. Folgendes. So, ich lasse den Stromdingern da trotzdem mal dranhängen. So, das, das, das. So, dann gucken wir mal, dass wir den mit dem verbinden. Stopp. Den mit dem. Den verbinden wir mit dem. Den verbinden wir mit dem. Und den verbinden wir mit dem. Müssen wir nochmal kurz rein. Verbinden mit denen. Mit dem. Und den mit dem. So, was zeigt mir jetzt an, was ich maximal machen kann? Hier sind 1500 Megawatt. Okay, warte mal. Das heißt, ich muss jetzt den hier. Noch mit dem verbinden. Den muss ich nochmal hier hin verbinden. Den muss ich mit dem hier verbinden. Den muss ich mit dem hier verbinden. So, jetzt sind wir wieder bei 1500 Megawatt. So, der ist auch verbunden. Das ist okay. Warte mal, aber warum habe ich nur... Das verstehe ich jetzt nicht. Die sind doch alle gleich aufgebaut. So. Den mit dem. Der ist. Da ist auch ein Kabel dran. Ah, deswegen. Okay, pass auf. Dann müssen wir den. Pass auf, dann machen wir den mal weg. Ja, ist alles okay. Kriegen wir gleich hin. Den mit dem. Den mit dem. Den mit dem.
den hier mit dem. Immer noch 1500. Den mit dem. Immer noch 1500, das kann doch gar nicht sein. Bin ich ratlos. Aber warte mal. So, Strom haben die aber alle hier, ne? Der fördert gerade nicht. Warum fördert der nicht? Okay, weil er wahrscheinlich noch nicht im Schlag ist, deswegen. Also ich habe ja die unteren verbunden. Aber warum fördert er nicht? Das verstehe ich gerade nicht. So. 1502 Megawatt. Wir verbrauchen gerade 150. Das ist ja quasi einfach nur die Anlage da unten. So, die laufen ja alle schon. Das ist alles safe. Die sind auch damit verbunden. Der ist auch verbunden. Klar, die laufen noch nicht. Weil die anderen natürlich erstmal voll laufen müssen. Logischerweise, aber trotzdem bin ich nur bei 3500 Megawatt und nicht bei 3000. Warum? Warum ist das so? Entweder habe ich gerade ein voll Brett vorm Kopf. Warte mal. Bin ich ein bisschen planlos. So, hier läuft schon. Aber was mich irritiert, ist die Kapazität von 1500 nur. So, laufen tun die. Hier oben kommt auch problemlos was an. Der stockt ein bisschen. Warum stockt der? Der darf nicht stocken. Ist da irgendwo ein Fehler drin? Der kriegt nicht genug Biomasse. Kann das sein, dass einer von denen hier noch nicht so hundertprozentig läuft hier? Ja doch, der läuft eigentlich gut.
Der läuft doch in einem durch. Weil der müsste jetzt voll sein. Genau. So, und das heißt... Nochmal eben alles durchgehen. Pass auf. Also. 30, 60 Biomasse. Geht hier raus. Die 60 Biomasse. Ja, insgesamt 100... Ne, doch. 60? Ne, Moment, warte mal. Insgesamt 120 Biomasse. So, die 120 Biomasse, die wird hier komplett durchgewandert. Die 120 Biomasse gehen hier rein. Weil ich hier daraus den Biotreibstoff mache. Das ist auch korrekt. So, und die laufen auch auf 100%. Die machen 60. So, die 60, die hier rausgehen, werden hier verteilt. 30 nach da, 30 nach da. Aber vielleicht sollte ich hier keinen intelligenten Splitter mehr hinmachen. Weil das jetzt ja läuft. Und ich habe dann dafür hier hinten noch den intelligenten Splitter, richtig? Genau, vielleicht sollte ich das mal tauschen. Dass da vielleicht das Problem liegt. Na, pass auf. Dann machen wir da einfach mal einen Splitter hin. Der wird weggelassen. Weil er macht hier 60. Genau, die 60 gehen jetzt hier raus, teilen sich auf. In 30, 30. Hier wird fusioniert. Und dann kriegt er aber von da natürlich auch noch was. Und der Rest, der Überschuss ist, geht dementsprechend da drüben rüber. Das heißt, jetzt müsste das eigentlich alles hier einmal funktionieren. Er hat Biomasse drin. Er hat jetzt auch Biomasse drin. Das läuft, okay. Gut. Was haben wir hier? Nochmal Biomasse. Ja, lass erstmal stehen. Gucken wir später. So, er pumpt noch nicht. Warum auch immer er noch nicht pumpt. Immer noch bei 1502 Megawatt. Das stehe ich nicht. So. Er ist verbunden, 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 er ist mit dem hier verbunden. So. Da ist ein Kabel dran, da ist ein Kabel dran. Das Kabel geht da dran. So. Dann ist er hier verbunden. Er ist verbunden, oder kann das vielleicht... Weil er läuft ja noch nicht. Ja, bitte, dann uns die drei werden ja noch ein bisschen brauchen. Ich lasse es einfach mal laufen ein bisschen und dann gucken wir mal weiter. Also eigentlich sind keine Fehler. Das Ding ist da verbunden, das Ding geht nach oben. Es müsste eigentlich tadellos funktionieren. Eigentlich. Guck jetzt oben nochmal durch. Da ist verbunden.
Wir lassen mal laufen. Wird ein bisschen brauchen. Aber wir gucken erstmal, was passiert. Wenn ich das hier mit dem wieder koppel. Bin ich bei 1015 Megawatt. So, jetzt fängt das schon mal wieder an zu laufen. Das müssen wir dem auch wieder anschmeißen. Und das wieder läuft. Genau. Ah ja, wir gucken mal. Wird schon irgendwie laufen, denke ich. So, auf jeden Fall ist das Wichtigste erstmal wieder miteinander verbunden. Und hier unten sollte eigentlich auch wieder alles laufen. Müssen wir mal hier unten gucken. Nochmal 4 Coupons, da wird gerade noch fleißig geschreddert. Das ist mit dem verbunden. Er macht momentan nichts. Ah, da kommen die ersten Schwankungen rein. Bin mal gespannt. So, er hier ist auf jeden Fall auch grün. Er läuft. Hier läuft es auch. Läuft es auch. Aber warum? Läuft es hier drüben nicht? Müsste ja hier sein, ne? Weil hier nichts weiter rausgeht. Achso, weil da momentan nur die beiden gebraucht werden, ne? Genau, die beiden, die gehen hier raus, die laufen auf jeden Fall. Okay. Okay, ja, dann müssen wir die ganze Geschichte einfach mal ein bisschen laufen lassen. Ah, guck mal, da geht's nach oben. Jetzt kommt da langsam was. Gut, das Ganze wird dann natürlich noch ein bisschen Geduld brauchen, aber gut. Haben jetzt erstmal 20 Minuten Fehlersuche gemacht für Nüsse. Gut, wunderbar. Bin begeistert. Mehr oder weniger. Aber jetzt kann erstmal wieder ein bisschen was produzieren, dass wir ein bisschen Material nachkriegen. Das ist ja auch wichtig. Sonst haben wir nämlich später ein klitzekleines Problemchen. So, aber jetzt will ich... Ich weiß nicht, ob ich das hier schon wieder anschmeißen kann. Wir gucken mal, was passiert. Nix. Oben ist weg. Achso, weil der hier unten noch nicht verbunden ist. Wie viel brauchen wir denn hier oben? 700 Megawatt. Mal eben gucken, wie viel Puffer wir haben. Nicht, dass ich gleich hier stehe, wenn die Sicherung da durchballert. ...1600 produziere ich momentan. Momentan bin ich bei 700, 800 in der Spitze. Ja, passt das. Nur mal knapp 1,5. Dann können wir das hier miteinander verbinden. Und dann läuft das auch. Ja, und da ist der Strom jetzt erstmal stabil. Wenn ich jetzt alles laufen lassen würde, puh, wären wir bei 1,8. Aber gut, das Ganze funktioniert schon mal. Das ist schon mal ein Träumchen. Finde ich schon mal gut.
So, das ist ja wie gesagt erstmal nur ein Provisorium, ne? Er ballert hier Eisenbahn raus. Das läuft. So, und wo wandert jetzt die Schlacke hin? Geschmolzene Schlacke, die wandert erstmal hier rein. Die geht doch alles komplett raus. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können damit auf jeden Fall arbeiten. Perfekt. Gut. Schön. Gefällt mir. Mehr oder weniger. Nicht ganz so hundertprozentig, wie ich es mir gerne gehabt hätte, aber es läuft auf jeden Fall. Genau. Das ist ja, finde ich, immer das Wichtigste, dass es läuft. Ne? So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ich lasse das jetzt erstmal hier so provisorisch erstmal hier stehen. Das kann er erstmal produzieren. Da kommt zu wenig geschmolzenes Eisen an. Warum kommt hier zu wenig geschmolzenes Eisen an? Okay, das Ganze muss jetzt erstmal anlaufen, ne? Ja, wie gesagt, nur gucken, ob es funktioniert, produziert. Lass mir erstmal alles laufen, bis der Strom richtig produziert und dann würde ich sagen. Ja, mit dieser Folge nicht wirklich was geschafft. Machen wir jetzt ein bisschen kürzer. Ich lasse das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen. Guck, dass erstmal alles so ein bisschen anläuft, dass alles stabil läuft. Und behalte das Ganze dann einfach mal so ein bisschen im Auge. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.